Hallo, hier ist Clara. Wir fangen an mit einem sehr leckeren und gesunden Salat. Ich habe hier 1 Kilo rote Beete gewaschen und geschält. Die ist noch ungekocht. Und jetzt raspele ich die mit so einem schönen Gerät bei mir. Sie können das machen, so wie Sie möchten. So, das ist rausbekommen. Das haben wir rausbekommen. So eine längliche, dünne Streifen. Die sind jetzt in die Pfanne gekommen, ohne gar nichts, ohne Öl, ohne Wasser, ohne gar nichts. Und sie werden ein bisschen so im eigenen Saft gegart. Also umrühren ab und zu, den Deckel zumachen. Nachher mache ich die Stufe viel weniger. Ich habe es erst angemacht. Nachher mache ich viel weniger die Stufe und so circa 10 Minuten so dampfen, hätte ich gesagt. So 10 Minuten sind vergangen. Die rote Beete hat viel Saft abgegeben. Jetzt lassen wir den Deckel offen und stellen ein bisschen höher die Stufe und lassen das Wasser rauszukochen, dass kein Wasser mehr ist. In der Zwischenzeit habe ich Öl in die Pfanne rein und jetzt brate ich da, ist ein bisschen viel zu heiß geworden. Ich brate hier die Zwiebel an. Die Zwiebel sind so ein bisschen gold gebraten. Ich mache das aus und mache da noch die 3 Zehen Knoblauch rein und mache das einfach aus. Ich mache hier in die heiße Zwiebel und Knoblauch ein bisschen Pfeffer rein und ein bisschen Koriander. Ja, vielleicht halben Löffel. Und vermische das alles. Solange ist das Wasser hier aus der roten Beete raus, sind 15 Minuten vergangen und gleich geht es weiter. Aus der Pfanne machen wir alles jetzt zu der roten Beete rein. Wir machen da circa 1 Teelöffel Honig rein. Wir salzen und circa 1 Löffel Zitrone. 1 Teelöffel Zitrone. Das mache ich alles eigentlich nach Geschmack. Und jetzt verrühre ich das alles gründlich und lasse das abkühlen. Fertig ist unser leckerer Salat. Ich kann es kaum abwarten, bis er abkühlt. Obwohl ihn kann man sehr gut auch, als Beilage essen. Ich habe gerade probiert, sehr, sehr lecker. Aber ich mag ihn im Kühl. Deswegen machen Sie nach, sehr gesund und guten Appetit, bis zum nächsten Mal.